Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollen wir uns heute wieder so einen kleinen Torghast-Run angucken. Diesmal wollen wir mal wieder einen 16er-Run durchballern. Ich hatte eben die Skorlux-Hallen gemacht und jetzt wollen wir einen weiteren Flügel auskundschaften, und zwar die obere Ebene, auch wieder auf 16 und im Optimalfall mit über 200 Punkten. Sprich, wir möchten den marklosen Run fürs Achievement machen. Ich habe jetzt gerade schon mal die Segen und Qualen angeguckt, die sind eher so, ja, okayisch. Und ja, jetzt gucken wir mal. Oh, das nehmen wir hier mal mit, das ist ganz gut. Ich habe übrigens immer noch leider keinen Set-Bonus, aber ich spiele hier mit dem Bloodlink-Gedönse. Zumindest das habe ich schon mal und ja, damit kriege ich ein bisschen extra Heilung, mache einen Ticken Schaden. Set-Bonus wäre natürlich deutlich stärker, ne, aber... Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Jetzt schauen wir mal. Kann ich hier am Anfang gleich schon mal ein paar Viecher zusammenpullen? Macht das Sinn? Ja, wir machen jetzt gleich mal Rambazamba-Taktik. Okay, vielleicht ist Rambazamba-Taktik doch nicht gut. Ich krieg übelst auf den Sack. Ah, das sind die Mobs, die diesen Kack machen, ne? Na super, der erste resettet schon mal. Perfekt. Das Ding ist, die Gegner, wenn einer stirbt, kriegen die anderen Tempo, also casten die schneller, ne? Bei vielen Caster-Mobs kann das ziemlich schnell ätzend werden. Aber ich dachte mir, komm, jetzt holen wir mal ein bisschen was zusammen hier. Wir haben jetzt halt hier schon... fuck, die casten jetzt so schnell ihren Shit, dass ich da nicht mehr rauslaufen kann. Jetzt habe ich hier schon den Malus. Ne, das ist natürlich nicht so gut. Das ist natürlich nicht so gut. Aber ich muss halt große Puls machen. Jetzt habe ich nochmal einen Malus gekriegt, weil ich gerade den Ding angeguckt habe. Okay, das ist beides schon mal ziemlicher Shit. Das ist ganz okayisch. Auch ganz okayisch. Also der Run geht jetzt schon mal nicht so gut los. Weil ich jetzt gleich am Anfang vom Run schon zwei so Malus-Dinger habe, die ich nicht wegkriege, ne? Bin irgendwie zu blöd, da drauf zu klicken. Ich habe so einen Effekt, dass die Seelen irgendwie stärker sind. I don't know, ob das viel ausmacht. Schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Okay, wir haben jetzt hier schon die Prozente. Jetzt müsste ich gucken, dass ich da oben am besten was zusammenziehe. Jetzt machen wir erstmal die weg. Die Fledermaus will ich jetzt mal noch nicht. Ah, super, die sieht sogar unsichtbarer, dass ich die oben mit reinziehen kann. Die wird mir wahrscheinlich hier resetten, ne? Ja, die wird mir eh resetten. Kann ich den Boss... ich habe keine Inkas. Das sollte ich eigentlich nicht machen. Ehrlich gesagt. Wir probieren es jetzt trotzdem. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Fuck it. Setten wir schon alle. Ja, Boss ist resettet, kannst du knicken. Shockwave. Das war eine ganz schöne dumme Idee, was ich hier mache. Vor allem jetzt sind die Bosse übelst hochgebufft und casten ihren Shit instant. Krieg ich den Boss vielleicht? Ne, so schnell krieg ich den Boss nicht gekillt. Das kannst du knicken. Ja. Weiß ich nicht. Ich glaube, das war jetzt irgendwie nicht ganz so prickelnd. Da waren jetzt nicht sonderlich viele Prozente. Aber ich glaube, viel anders hätte ich es eigentlich nicht machen können. Jetzt hier noch ordentlich was drauf zu kriegen. Alter, habe ich jetzt viermal den gekriegt? 4% weniger Ausdauer. Das ist halt kacke, ne? Wenn die halt 100% mehr Tempo haben und ihren Caster instant durchratzen, da wird es dann halt irgendwann schwierig. Ah, schau mal, da kommt der erste von diesen Geistern, der mein Dings klaut, mein Phantasma.
Bitte. Kennt ihr okayisch nicht? Halt so halbwegs, so okayisch halt, ne? Nicht gut, aber nicht schlecht. Das nennt man Neologismus, ne? Eine Wortneuschöpfung meinerseits. Kann man einer sagen, ich bin nicht kreativ. Ja, super, das hat's jetzt alles zurückgesetzt. Perfekt. Ich liebe diese Kisten. Ist ja nicht so, dass es hier um Zeit geht, ne? Ich muss die halt mitnehmen, dass ich die Prozente alle vollfülle. Das ist jetzt beides nicht ganz so prickelnd. Okay. Jetzt haben wir halt den Boss hier noch. Erstmal reinkonvoken. Also vorher in dem anderen Run hatte ich ja richtig gute Affixe. Hier sieht es jetzt eher nicht so gut aus, ne? Oder das heißt Affixe, richtig gute Talente bekommen. Na gut, den hat's zerlegt. Ich versuch's jetzt mal ohne Episch-Ding, dann kriege ich nämlich auch noch einen extra Bonus. Ja, wobei 30% ist nicht schlecht. 130, 5 Minuten ist okay. Ist okayisch. Ah, ich habe schon wieder Bloodlust vergessen. Ja, richtig. Warum sagt ihr mir das denn nicht früher? Boah, hier kann ich so viel zusammenziehen. Die Ebene ist halt prädestiniert für einen Big Pull. Boah, aber jetzt muss ich überlegen, wie ich es mache. Wie big kann ich gehen? Warum? Ich kann nicht jetzt BL ziehen und später nochmal. Ich muss halt das vollkriegen. Also wenn, dann mache ich oben einen Big Pull oder ich mache unten einen Big Pull. Oder ich mache einen Double Big Pull. Ja, alle Mobs kriege ich nicht zusammengezogen, ne? Ich weiß nicht, ob ich die hochgezogen bekomme. Ich glaube nicht, die resetten mir vorher. Sind da viele Effekte? Nee, die raufen weg. Fuck, ich habe noch keine... Ich kann das Ding noch nicht ziehen hier. Oh, das war nicht gut. Aber ein Tod zählt, glaube ich, nicht. Ich wollte Inka noch nicht ziehen, weil ich meinen Bonus noch nicht habe, ne? Und die Mobs noch nicht sterben sollten. Okay, das war jetzt schlecht. Das war jetzt schlecht. Das war so richtig. Warte mal, habe ich eigentlich den Mondfeuer-Proc-Bonus? Ja, doch, habe ich. Also ich muss eigentlich alle Mondfeuern. Jetzt habe ich den Bonus, okay. Aber ich krieg eh nicht alle zusammengezogen, ne? Wisst ihr, was wir machen? Dann töten wir jetzt die hier. Noch so. Ohne irgendwas. Und oben ziehen wir dann alles zusammen und ratzen rein. Dann habe ich den Dings auch länger. Also ich hoffe, dass das jetzt unter Free Death gilt, sonst ist es halt ein bisschen verkackt, tatsächlich. Okay. Das ist halt die Frage, ob wir die hochgezogen kriegen. Shockwave. Shockwave. Fuck, die haben so viel Tempo jetzt, die Mobs. Fuck, der kriegt den 4. Okay, den habe ich gerade noch. Schau mal, wie riesig die jetzt wären. Run. Nein, der eine ist da, der mir das Phantasma klaut. Will sich wegporten. Nein, der hat sich mit meinem Phantasma weggeportet. No. Ja, das ist bitter. Das ist jetzt bitter. Also hier haben wir richtig viele Prozente, denke ich mal, reingekriegt. Gut, ich bin einmal gerippt, aber... Das ist halt die Frage, ne? Oft gilt es halt als Free Death und passt dann.
Ich hätte BL ziehen sollen. Scheiße, ich hab's wieder vergessen. Käse. Dann ziehen wir es halt beim Endboss, I don't know. Nehmen wir ein bisschen Leech mit. Also das wird jetzt eher eine enge Geschichte, ne? I don't know, ob das klappt. Also ist auf jeden Fall muss der Tod als Free Death zählen. Das ist aber, glaube ich, hat nur eine Chance. Weil ich glaube, wenn du stirbst, gibt es 20 Minuspunkte und das ist halt ein Haufen, ne? Also das wieder rauszuholen ist nicht so ganz ohne, würde ich jetzt mal behaupten. Nicht so ganz ohne. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich noch? So ein paar Geister kann ich noch rausholen. Alles mitnehmen für meine Punkte, ne? Dass das Zeug immer nicht vernünftig anklicken kann. Oder ich bin einfach zu bad dafür. Also einen Free Death hast du immer, okay? Ich dachte, das war irgendwie auf Chance oder ist der zweite auf Chance? Bin mir da jetzt nicht so hundertprozentig sicher, wie das genau läuft. Woken wir den erstmal. Interrupt. Interrupt, hallo. Shockwave laufen wir mal raus. Da gehen wir vielleicht auch mal lieber raus. Shockwave. Mal lieber raus. Ab dem zweiten. Ah, dann war das so. Okay, das kann natürlich auch sein. Normalerweise sterbe ich hier nicht. Aber das, also der Tod war dumm, ne? Ich habe alle CDs ready gehabt, hätte sie ziehen können. Shockwave. Aber, ich dachte mir, ha, dieser eine Balken ist noch nicht ganz voll. Wenn ich jetzt reinrödel, dann haue ich die ganzen Mobs um. Und krieg die Punkte halt nicht, die ich haben will. Nehmen wir das mal. Ich glaube, ich habe. Schauen wir mal, was da so rumkam. 50% ist halt strong. Ist halt richtig strong. Vor allem, dass ich jetzt noch mit ganz gut was rausgehe. Der Tod war halt nicht gut, ne? Das sollte ich halt nicht mehr rippen am besten. Und ich habe halt blöderweise Phantasma verloren, ne? Der Phantasma-Dieb hat mich ausgelutscht. Hier. Nein, hier wäre ein T-Mog dabei gewesen. T-Mog. Bitte. Hätte ich mal lieber das T-Mog mitgenommen, ne? Scheiß auf den Run. Können wir mitnehmen. Mal mitnehmen. Die Convoke-Zeitverringerung bringt mir zwar jetzt ehrlich gesagt nicht viel, aber es hat Convoke noch 30 Sekunden. Das ist eigentlich ganz cool. Aber dann bringt mir mein Legendary eigentlich fast nichts. Was immer dieses Gestöhne. Das muss einfach ein bisschen Emotionen zeigen hier. So, okay, was haben... das nehmen wir auf jeden Fall mit. Macht nämlich Convoke mehr Damage. Wäre echt mal nice, wenn du Convoke auf 0 Sekunden runterdrücken könntest. Okay, das wird jetzt hier kritisch. Nein, jetzt ist der eine Geist da drin gespawnt. In den Flammen. Der mein Zeug... Das kann ich mir nicht erzählen. Das kann ich mir nicht erzählen. Wie soll ich den jetzt killen? Halt, warte mal, ich kann ja convoken. Stirb. Drecks, zum Glück konnte ich convoken, ne? Warte mal, ich drück mal lieber den Hebel. Man weiß ja nicht. Falls ich hier nochmal vorbeikomme. So, kriegen wir hier ein paar zusammengepult. Das ist die Frage, ne? Oder ich mach's drüben, weil hier sind, glaube ich, nicht viele. Da eine Elite? Ja. Oh, war ja.
Wenn die mal tot gehen. Kriege ich einfach keinen in den Ermächtigungsbonus rein. Okay, das war jetzt mal maximal RIP irgendwie. Okay, also der Ermächtigungsbonus hat jetzt irgendwie gar nicht funktioniert. Eigentlich hieß es so, bei 40% haben die eine Chance von 40% bei jedem Hit instant zu rippen. Ich dachte, das geht aus, aber irgendwie, ja gut, ne? Also so seht ihr, wie man es nicht machen soll. Ich dachte, die kriege ich jetzt halt alle in den Ermächtigungsbonus rein, die Elite-Mobs. Mal raus da. Super, droppen nicht meine Orb. Das war jetzt meine eine komplette Nullnummer. Diesmal habe ich auch gar nicht diesen einen Buff, ne, von diesen Typen aus Theramortid hochgesteckt. Das sind in einer anderen Ebene, waren da ständig diese Typen da. Da konnte ich mir den Buff halt übelst schnell hochstecken. Okay, da hinten ist einfach gar nichts. Perfekt. Was wir da unten noch haben. Warte mal, da sind so kleine Skelette, sind die resettet? Ich muss die ganzen Mobs mitnehmen, dass wir die 100% haben. Super, die wollte ich eigentlich auch noch da hinten mit reinziehen, das hat irgendwie auch nicht geklappt. Sollen wir mit Mondfeuer versehen. So, okay. Mal was wir da unten noch haben. Jetzt sollten wir halt am besten nur nicht mehr sterben. Sollte das eigentlich geritzt sein. Das ist doch bestimmt ein Schreckenslord. Ja, ich wusste es. Jetzt bin ich da fast reingelaufen. Fuck, hat er... Nee, Natur gesperrt hat er mich. Wollte gerade sagen, hat er mich gefiert? Nee, hat er nicht. Shockwave. Shockwave. Ja, den soll ich mit Eulen Convoken hart wegratzen. Der hat dann doch ein bisschen mehr Leben. Aber meine Convoke hat jetzt Shockwave. Nicht mehr so viel Abklingzeit. Psst. Ist noch gar nicht ready, Convoke. Interrupt. Sollten die Elite-Mobs nicht rippen bei 40%? Also irgendwie funktioniert das jetzt auch so gar nicht mehr. Shockwave. Zumindest habe ich jetzt nochmal hier einen Ermächtigungsbonus. Könnt ihr ja oben nochmal reinlanzen. Ich glaube, da waren nochmal ein paar, ne? Könnte ich eigentlich hart machen. Also mein Geisterbonus, der ist jetzt irgendwie auch nicht so krass, ehrlich gesagt. Versa mit. Shockwave. Wir haben jetzt bei dem erstaunlich lang gebraucht. Ne, ich nehme keinen epischen Trade mit, dann kriege ich nämlich noch so einen extra Bonus. Was haben wir hier schönes? Komm, nehmen wir noch ein bisschen Hauen mit. Das kann nicht schaden. Jetzt würde ich sagen, mache ich nochmal einen Pull oben, einen größeren. Schauen wir mal, was wir da noch zusammenziehen können. Ja, viel ist da ehrlich gesagt nix. Hey, ich grüß dich. Gut, das sind halt drei Mobs, ne? Vier. Shockwave. Run. Shockwave. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob sich das jetzt rentiert hat hier. Run. Shockwave. Ich glaube, das war jetzt dezent gewastet. Ehrlich gesagt, nix.
nur was skillen hier. Also ich glaube, hier waren jetzt beide Ermächtigungsdinger ziemlicher Waste. Also ich rechne vielleicht mit 10-15%. Vielleicht 20, ne? Aber das waren zwei Dinger. Zwei Ermächtigungen. Beim anderen habe ich vorher mit einer, glaube ich, 50, oder? Waren das doch zwei? 50 oder so reingehauen. Gut, hier sind ja auch nicht viele Mobs an sich in der Ebene, aber trotzdem. Kann ich da nochmal irgendwas anderes skillen? Schauen wir erstmal, was wir hier noch haben. Komm, wir nehmen die Phantasma. Vielleicht können wir ja irgendein Thema holen. Habe ich jetzt hier alles? Ja, sieht gut aus. Fuck, jetzt wäre ich beinahe da weitergelaufen, ne? So, jetzt gill ich das noch. Dann haben wir einen Boss um und dann schauen wir mal. Was, 27% sagst du? Na, weiß ich nicht. Ich glaube, dass das nicht so viel ist. Was, du hast 808 Mounts? Nee, ich habe... Mittlerweile habe ich mehr. Ich habe heute noch einen Mount gekriegt. Ich bin jetzt, glaube ich, bei... Was sind wir denn? Shockwave, ja, raus. Sind wir bei 809, ne? Haben meinen Titel noch nicht geändert im Stream. Fuck. Mal das orientieren? Ja, bin halt ein Collector, ne? Hier gibt es übrigens auch einen Mount, wenn man alle 16er quasi gespielt hat mit perfektem Punktzahl, dann gibt es auch nochmal einen Gaul. Und im Dings drüben gibt es auch nochmal einen. Nein, jetzt kommt dieser Kack-Mob. Genau dann, wenn ich meine Convoke ziehe, dann frisst er meine Convoke auf. Ich muss den jetzt killen, weil sonst sind meine ganzen schönen Punkte weg. Nicht meine Punkte, sondern mein Phantasma, ne? Shockwave. Das will ich ungern. Was soll ich sagen? Ja, im Spießrutenlauf gibt es auch noch einen Mount. Das muss ich dann vielleicht auch nochmal machen. Dafür, dass mir vorher einmal was geklaut worden ist, ist es jetzt wieder relativ okayisch, ne? Habe ich wieder ganz gut was. Komm, wir tun nochmal einmal Eulen konvoken. Müsste es eigentlich gewesen sein. Was hat der so dabei? Mitnehmen. Gut, ich glaube, hier haben wir alles und doch sogar 35% ist mehr, als ich dachte. Tatsächlich. Gucken wir mal. Also wenn der eine Tod nicht zählt, dann könnte es eigentlich reichen. War jetzt zwar nicht optimal, ne? Aber ich denke mal, das könnte ausgehen. Muss ich bloß gucken, wie viel wir hier brauchen. Halt, warte mal. Timok ist keins dabei. Kann ich mir noch kaufen. Dann habe ich jetzt noch 200 Punkte. Heilt bringt mir eigentlich nichts. Alles nichts, ne? Ich könnte die beiden mitnehmen. Machen. Kann sogar noch mal switchen, sehe ich gerade. Ja, das werden wir hier mal machen. Ja, ich denke auch, Spießrutenlauf sollte ganz gut gehen. Schauen wir mal, wie schnell wir den Boss kriegen. Oh, weil der Boss wird ein Weilchen dauern. Das sehe ich jetzt schon. Danke dir fürs Followen. Gut, wenn wir Glück haben, wenn er low droppt, ne? Wird er weggekillt. Dann nochmal einen Convoke. Was macht denn der Dieber 4? Heilung, okay. Das juckt mich eigentlich eher weniger. Können nochmal rein convoken. Dann habe ich diesmal kein Glück, dass er weggekillt wird. Schon ganz angenehm, wenn Convoke nur noch 30 Sekunden Abklingzeit hat, ne? Na, für einen schnellen Kill kriege ich da jetzt keinen Credit. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das Ding geklappt hat. Zwei Elite schnell gekillt.
Ja, hat Achievement. 222 Punkte, das hat easy gereicht. Was haben wir denn gekriegt? Abschlussbonus war bei 99, 35% Ermächtigung, Zeit 30. Das ist eigentlich alles ganz okay. Brandschatzer haben wir, Erlöser haben wir, habe nichts, also kein epischer Orb, deswegen habe ich die auch nicht mitgenommen. Die meisten epischen bringen mir auch ehrlich gesagt nicht viel. Da bin ich nicht viel schneller, dann nehme ich lieber 10 Punkte mit. Mittler haben wir ausgeraubt, Retter, Draufgänger, ah, das mit Elitegänger hat geklappt, Schatze und Horte. Ja, wunderbar, haben wir das alles mitgenommen. Da hat es natürlich wieder nur Rotze gegeben, wie immer. Was wir jetzt aber machen, ist, dass wir quasi jetzt noch das Adamantitgewölbe machen. Heißt einfach zum Boss durchschauen, ob wir ein Thema kriegen und ja, mal gucken. Aber jetzt sind wir schon bei 4 von 6, ne? Ich muss sagen, letzte Woche, sowohl die Seelenschmiede als auch Kaltherz war gefühlt doppelt so schwer oder noch, also, ne, vor allem Kaltherz. Das war so, also, so viel schwerer als das jetzt hier. Hier bin ich ja wirklich durchgeeiert, ohne irgendwie was großartig richtig zu machen. Und es geht halt alles trotzdem. Okay, da haben wir jetzt mal... Okay, seht ihr? Ich sag gerade, durcheiern, ohne was richtig zu machen, voll treffen lassen und hat mir irgendwie keinen Schaden gemacht. Fühlt sich das hier im Gegensatz zu dem letzte Woche wie LFR an. Super, jetzt ist nochmal so... Oder? Ist er gespawnt? Nee. Ich dachte gerade... So, okay, jetzt machen wir erstmal den Typen hier. Ups, okay, da haben wir jetzt mal ein bisschen verklickt. Den wollte ich jetzt eigentlich nicht wegnocken, sondern wir wollten eigentlich reinkonvoken. Das orientieren wir einmal. Noch ein bisschen reininkern. Ich habe jetzt leider nicht sonderlich viele Single-Target-Trades mit dabei, ne? Deswegen dauert es jetzt ein bisschen, die umzuhauen. Kannst du mir deine Übersicht von Erfolgen zeigen? Ja, kann ich nach dem Run schon machen, wenn du magst. Also viel in das meiste, was mir noch halt fehlt, ist aktuell in Dungeon und Schlachtzügen, weil ich den aktuellen Raid jetzt nicht großartig geradet habe und dementsprechend mir fehlen da halt jetzt noch die Mythikills zum Beispiel und die Achievements muss ich halt unter anderem noch machen, aber das mache ich wahrscheinlich ein paar Wochen oder so, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe. Da werden wir gucken, kommen Walkmas Eule nochmal drauf, dass der hier down geht. Puh, das war aber gerade noch, ne? Gerade nur, dass wir ihn abgebrochen haben. Nebenbei mal so ein bisschen am Chat gucken. Aber du hast das WF mitgeschaut, oder? Was ist WF? World First wahrscheinlich, ne? Oder wie meinst du? Ja, wahrscheinlich meinst du World First. Ich habe am Rande ein bisschen was gesehen, aber ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so hyped drauf wie der ein oder andere. Na gut, das ist irgendwie alles Crap. Also ich habe so ein bisschen was am Rande gesehen, aber ich habe da jetzt nicht live den Stream geguckt. Immer mal wieder diese Zusammenfassungen, ne, die auf WoW Head gepostet haben, wie die gerade stehen, das finde ich schon ganz interessant. Aber ich fieber da jetzt nicht krass mit, ehrlich gesagt, ne. Dass ich da jeden Pull angucke und so, das ist jetzt für mich nicht so interessant, ehrlich gesagt. So, wie viel haben wir denn? 500 Punkte? Komm, T-Mock. Natürlich haben wir wieder nichts dabei. Wie soll es denn auch anders sein? Nehmen wir das noch mit. Das hier, die Waffe nehmen wir noch mit und dann können wir das noch machen. Schauen wir mal, was wir hier noch so kriegen. Das ist ganz okayisch. Nix. Okay, das ist beides kacke. Perfekt. Perfekt. Warte mal, jetzt ziehen wir mal das. Von Woken mal drauf. Jetzt muss ich mal gucken, das ein... Ah, Mist, das hätte ich vorher schmeißen sollen, ne? Da mache ich 30% mehr Schaden. Ja, das war jetzt natürlich Käse. Das war jetzt Käse. Müsste eigentlich seine Phase machen, oder? Ne, macht er gar nicht. Hä, warum macht er keine Phase? Das ist schon der Boss, oder? Normalerweise machen die doch immer alle 33% ihre komische Phase. Da habe ich den jetzt irgendwie da reingeskippt. Ist das seine Phase? Ne, das kann eigentlich nicht sein, oder? Eigentlich wird er immer immun. Jetzt drückt mir mal die Daumen. Eigentlich haben wir den schon ziemlich weggerödelt jetzt gerade, ne? Komm,
T-Mog. Ach komm, also das Adamantitgewölbe kannst du mittlerweile echt vergessen. Droppt halt auch nichts mehr in T-Mog. Gut, ja, aber zumindest, ne, sind wir jetzt hier bei 4 von 6. Jetzt muss ich halt wieder eine Woche warten, bis ich die hoffentlich nächste Woche die letzten beiden machen kann. Und dann gibt es hier halt auch wieder ein nettes Mount. Gut, für die kleine Aufnahme soll es das gewesen sein. Wir sehen uns wieder beim nächsten Teil. Euer Tela, bis dann. Ciao.